Das geht. Wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und liebe Freunde, liebe History Games Enthusiasten, zu Let's Play History mit mir, dem Jan. Und wir spielen weiter Field of Glory Empires mit unserem Kaiserreich Epirus. Und wir haben soweit alles geregelt. Alle Bauaufträge sind rausgegangen. Die Belagerung von Byzanz läuft noch. Wir schauen mal, was unser neuer Verbündeter, der Fabius, macht. Der belagert hier Verona, nördlich des Po, und er belagert hier oben Norimbergum in Hercynia. Ja, warum das ihm jetzt so wichtig ist, hier unabhängige Gebiete zu erobern, ist mir nicht ganz klar. Oh, schaut mal, die haben Viehställe. Interessant. Ist das ein germanisches oder keltisches Gebäude? Was ist das? Keltisch, okay. Und dann ist er mit einer Armee ganz hier runter marschiert. Nach Lucania. Und ich habe keine Ahnung warum. Er hat jetzt hier noch 70 Kampfkraft. Die Einheiten sind zum Teil angeschlagen und belagert jetzt hier diese Stadt. Ja, wenn er das durchhalten kann und nicht angegriffen wird, könnte das ja vielleicht sogar zu seinen Gunsten ausgehen. Das weiß man nicht. Möglich wäre es aber. Na gut, ansonsten, ja, wie sich Karthago weiterschlägt, müssen wir mal sehen. Wie gesagt, hier sind zwei Armeen, vor allem diese hier, der Iberer, die sicherlich nicht vernachlässigt werden dürfen. Wir sehen, dass Karthago hier unten noch dabei ist, eine weitere Armee aufzustellen unter Pakoros. Und vielleicht können sie zumindest es mit der kleinen Armee aufnehmen oder sich hier mal zusammenschließen. Wird aber schwierig. Stattdessen hat sich Karthago ja entschlossen, hier nach Westen durchzumarschieren. Diese Gebiete aber auch schon wieder alle verloren. Und ja, während sie nach Westen gezogen sind gegen Mauretanien, sind die Iberer hier rüber gekommen. Und das Aberwitzigste ist ja eigentlich diese Operation hier. Aretas hat Betis erobert. Im Süden der Iberischen Halbinsel. Anstatt hier irgendwelche Abwehrkämpfe zu führen und das eigene Gebiet zurückzuerobern. Naja, also ich bin etwas besorgt, was die Zukunft Karthagos angeht. Vielleicht müssen wir letztlich dann doch nochmal militärisch eingreifen, wenn wir sie als militärischen Verbündeten hier als große Mittelmeermacht erhalten wollen. Und wollen, dass wir gegen die Iberer standhalten. Da machen wir uns jetzt aber erstmal keine Gedanken drüber. Wir behalten das im Blick und wir gehen in die nächste Runde, liebe Leute. Und sind mal gespannt, was denn so passiert. Eine unserer Flotten kommt raus, die andere fährt rein, weil sie nicht mehr versorgt ist. Sie muss neu Nachschub bunkern. Und hier sehen wir die Belagerung. Da lassen wir uns direkt den Bericht mal anzeigen. Ja, karthagische Garnison ist natürlich vernichtet worden. Das brauchen wir auch gar nicht sehen. Oh wow, diese eine Plänkler-Einheit hat tatsächlich eine städtische Miliz vernichtet. Ich bin positiv überrascht. Und was passiert hier? Eine Seeschlacht. Und zwar hat sich Pakoros da eingeschifft und wird jetzt von zwei leichten Kriegsschiffen der Iberer angegriffen. Hat eine Söldnerreitereinheit schon verloren. Das ist mir nicht klar, warum sie das getan haben. Vielleicht wollen sie den Kampf hier mit dem 14. Choreo vermeiden, aber dann hätten sie doch hier oben angreifen können. Ja, diesmal sind die Plänkler jetzt vernichtet worden. Und hier passiert tatsächlich, was ich befürchtet habe. Rom hat eine große Armee ausgehoben. Oder, wartet mal, das sind wahrscheinlich Truppen aus der Stadt. Wir gucken mal. Nee, das sind richtige Einheiten hier. Oder sind die zurück übergelaufen? Von Fabius wieder zurück zur Republik. Beziehungsweise sind sie eigentlich noch Republik? Weiß ich gar nicht. Müssten wir mal nachgucken. Weil hier nur noch zwei Einheiten drin sind. Da waren doch viel mehr. Vielleicht sind die nicht loyal gewesen und wieder zu den Römern übergelaufen. Unentschieden. Karthago Mauretanien wird da gleich weitergehen. Hier greifen sie ebenfalls an. Das ist aber kein Problem. Ah, Mauretanien hat den Kampf gewonnen. Na toll. Und hier oben greifen die Römer ebenfalls an.
Fabius hat entsprechend auch die Belagerung hier aufgegeben, oder? Nee, ach, Verona war das Ziel, genau. Aber da haben sie auch zwei große Armeen herangezogen und führen jetzt hier den Gegenschlag gegen General Serranus. Das schauen wir uns mal an. Die Römer sind zwar haushoch überlegen, aber vielleicht gibt es ja hier irgendwas Spannendes. Oh. Okay, nach dem Plänkler-Ergebnis braucht man eigentlich gar nicht weiter gucken. Ja. Keine Chance. Sie haben hier auch hauptsächlich Söldner tatsächlich. Die Rebellen, möchte ich mal sagen, unsere Verbündeten. Ja, in der Mitte halten sie ganz gut stand, aber das wird sie auch nicht retten. Und das wird sie leider auch nicht retten. Ja, da können sie ausweichen. Unentschieden gegen die leichte Kavallerie, aber doch siegreich am Ende. Interessant. Ja, aber Rom hat den Kampf gewonnen. Wer hätte es gedacht? Nicht überraschend. Ja, schade. Unser Verbündeter scheint da der Sache nicht gewachsen zu sein. Und Karthago verliert hier mit dieser Transportflotte einen weiteren Söldnerhopliten. Kann aber eines der leichten Kriegsschiffe der Iberer versenken tatsächlich. Es geht natürlich sofort weiter. Unentschieden. Wir überspringen das jetzt. Es geht noch weiter. Sie haben wieder eine Einheit verloren. Ja, lassen wir das, glaube ich. So, jetzt haben sie das iberische Kriegsschiff versenkt, aber das war wieder eine unnötige Operation der KI. Schade. Warum Karthago da solche Manöver macht, ist mir nicht ganz klar. Weil die KI eigentlich sonst ganz geschickt ist, mit solchen Dingen umzugehen. Naja. So, wir sind auf Platz 33 in der Kulturdekadenzwertung. Ja, da ist wieder Luft nach oben, würde ich mal sagen. In der Punktewertung sind wir mit 5027 weiterhin auf Platz 2. Die Iberer rücken hier aber auch auf. Die haben sogar schon mehr Punkte als die Ptolemäer. Auch bedenklich. Auch bedenklich. Na gut. Gesandte sind eingetroffen. Ein Fest wurde in Karthago organisiert. Genau, wir haben ihnen nämlich nochmal Geld geschenkt. Sie sind uns entgegenkommend. Ja, wollen wir gerade mal spaßenshalber gucken. Klientelstaat würden sie weiterhin ablehnen. Du führst Krieg. Ja, wir führen beide Krieg. Gib Metall aus, um Geld oder Mannstärke zu bekommen. Ja, wir könnten Metall abgeben. Wie viel wäre es denn? 600. Das ist natürlich ein bisschen viel. Und unsere Schatzkammer damit wieder füllen. Denn Manpower ist ja soweit okay. Das brauchen wir, glaube ich, nicht beschaffen. Sollen wir das machen? Haben wir nur noch 140, kriegen aber 76 jede Runde rein, wovon momentan ein Viertel verloren geht. Ja, dann machen wir das ruhig. Kriegen wir nächste Runde das Geld. Sulinea wurde von den Skythen überfallen. Ah, die sind jetzt hier vorgestoßen. Nach Hirasus. Ja, wartet mal. Wie sieht es bei denen denn diplomatisch aus? Okay. Wir kooperieren eigentlich schon. Das müsste eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie Überfälle in unser Gebiet machen, verringern. Allianz wollen sie nicht. Wollen wir auch nicht. Dafür sind unsere Interessengebiete viel zu weit auseinander. Ist aber interessant, ne? Dass sie hier haben sie ja eigentlich so ihr Hauptbereich, hier so in dem Bereich. Und dass sie jetzt hier ganz rübergekommen sind. Das ist, glaube ich, ihrem Krieg mit den Illyrern geschuldet, die sich hierüber gemacht haben. Ursprünglich ja aus diesem Bereich hier kommen. Eigentlich unsere nördlichen Nachbarn waren und dann irgendwie den Weg hier gen Nordosten eingeschlagen hatten. Da müssen wir uns also mal drüber Gedanken machen. Ich meine, wir haben die Eindringlinge besiegt. Es wird also hier keine Folgen haben. Genau, die Region ist nicht überfallen. Aber die Armeen könnten ja auch größer werden, ne? General Leukippos ist aus dem Dienst ausgeschieden.
Lucania wurde zum neuen Ziel erklärt. Hier unten wieder. Okay. Lustigerweise ist Tarent momentan nicht wieder Ziel geworden von uns. Ja, damit hätten wir hier schon drei große Städte, die als Ziele ausgegeben werden. Ob wir nun Etrurien erobern, weiß ich nicht. Das ist mir eigentlich viel zu weit weg. Und wenn überhaupt, müssten wir ja auch hier unsere Armee erstmal größer ausbauen. Epidemie in Achaia, okay. Zur Kenntnis genommen. So, was hat sich in Syrakus getan? Da wurde was gebaut, das Handfeld. Da muss momentan nur noch Papyrus eingehandelt werden, das ist aber okay für drei hier. Ja, das Präzeptorenhaus zur Schule verbessern wäre sicherlich der klügste Schritt hier. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Nahrung ist gut, Wachstum in sechs Runden. Ja, Kultur, Dekadenz ist halt hier das Thema, ne? Weil wir Sklavenmarkt und Wucherer hier haben. 0,05 und das würde dann auf minus 0,15 kommen. Machen wir. Dauert zwar 8 Runden, aber ist okay. Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Sklaven hier aus der Nahrungsproduktion umstellen. Naja, komplett Nahrung aufhören zu produzieren brauchen wir ja nun auch nicht. So, vielleicht 6 Runden. Das sieht, glaube ich, ganz okay aus. Das ist ja halt zum Ziel erklärt worden. Was haben wir hier oben? Wir haben Pannonien als Provinz gegründet und Kavallerie aus Pannonien ist hier die besondere Einheit. Kavallerie aus Pannonien. Kann sie denn was besonders gut? Drei Provinziell und Plänkler. Bewegungsgeschwindigkeit 8. Das haben die alle. Die leichte hat 10. Die sind auch alle als Plänkler hier ausgegeben. Okay, naja. Klares Wasser gebaut. Mysia Inferior. Brauchen wir hier irgendwas? Import eigentlich nicht. Bonushandelsgüter fehlen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Großen Bauernhof könnten wir machen, um die Nahrungsproduktion weiter zu pushen. Allerdings haben wir momentan ganz gut Bauplätze frei. Stein. Stein wäre gut, um hier das Handelsbonusgut zu bekommen. Dann würden wir 5 Infrastruktur mehr aus dem Mauerwerk bekommen. Ja, dann machen wir das. Sieht gut aus. Gesundheitswesen hat be zu Bevölkerungswachstum geführt und ein Bauernhof haben wir in Naissus gebaut. Hier wird hauptsächlich Metall und Salz benötigt. Und was ist das denn hier? Ein geheimer Kult. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Loyalitätsbonus 5, Konvertierungsnachteil. Aha. Verringert die Dekadenz, braucht Myrrhe, muss eingehandelt werden. Und würde aus Drogen und Kräutern nochmal 7 Kultur bringen, bringt so schon 13, verbraucht aber 13 Geld. Dieser geheime Kult ist ein Überbleibsel alter Glaubensbekenntnisse und hilft den Menschen, ihre Identität zu bewahren und Änderungen langsam zu akzeptieren, um Ordnung in die Region zu bringen. Das Geheimnis kann jedoch nicht über 20 Bevölkerungspunkte hinaus aufrechterhalten werden. Wiege sorgfältig ab, ob du dieses Gebäude bauen willst oder nicht, da dies eine seltene Gelegenheit ist. Ja, wie gesagt, ich habe das das erste Mal gesehen. Konvertierungsnachteil gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht so gut. Wir haben hier noch balkanische und keltische, ganz viele balkanische sogar. Bürger, Sklaven und so weiter. Zwei Bauplätze. Der würde keinen Bauplatz verbrauchen und würde natürlich Kultur produzieren. Und Dekadenz verringern. Ich meine, das ist halt auch immer ein Thema. Aber irgendwie klingt das so komisch. Kann der weiter verbessert werden? Das steht da jetzt nicht, ne? Der geheime Kult. Naja, dann machen wir das mal und schauen mal, was passiert, würde ich sagen. Palisade hier fertiggestellt, das ist gut. Skriptorium brauchen wir gar nicht überlegen, machen wir sofort.
Gibt es hier was? Nee, das sind nur die allgemeinen Mitteilungen. In Yatris eine Bevölkerungseinheit. In Thrakien eine Bevölkerungseinheit. In Athen die Wachswerkstatt. Da haben wir momentan kein Wachstum. Deswegen Wachswerkstatt, kein Wachstum. Ist auch lustig, aber 42 Runden. Herr Jemine. Und die Verbindung zum Chat-Server ist wieder abgebrochen und ich weiß nicht warum. Handwerksviertel wurde in Ionien fertiggestellt. Ich kümmere mich gleich darum. Wir können hier ein Odeon bauen. Braucht Seide, müssen wir importieren. Es gibt es aber in der Nähe. Rhodos zum Beispiel. Verringert die Dekadenz, steigert das Vermächtnis und bringt Kulturbonus von 12%. Das Odeon, ein spezialisiertes und seltenes Theater für Musik und Gesang, ist ein spezifisches Gebäude der hellenischen Welt. Es dient als Erweiterung des Theaters, das zu einem Amphitheater ausgebaut werden kann. Ach so, ja klar, Theaterstufe 2 ist das gewissermaßen. Dauert 28 Runden, das ist eine ganze Menge, aber Vermächtnissteigerung und so weiter, das gefällt mir ganz gut. Wir haben dann noch einen Platz frei. Können wir das hier ein bisschen beschleunigen? 10 Runden immerhin. Das klingt doch plausibel. Jetzt muss ich mal eben gucken, was hier mit dem Chat los ist. Ich hoffe, er kommt gleich wieder zurück. Ach, was ist denn da los? Sorry, ich muss mal ganz kurz ins Control Panel reingehen. Ist mir nicht ganz klar. Control Panel sagt, es wäre alles online. Please try reloading. Machen wir noch mal. Und dann schreibe ich mal eine Testnachricht gerade mal. Hallo Welt. Kann ich gar nicht absenden. Das wäre ja ärgerlich jetzt hier, dass das Overlay weg ist. Warte mal, wir können es ja vielleicht nochmal anders probieren. Sorry für die Leute, die das nachträglich bei YouTube sehen jetzt. Chat. Ja, bitte laden. Ich glaube, Restream hat irgendwelche Probleme hier. Das lädt so langsam. Hurra, der Chat ist da, aber es konnte keine Aktivierung von unterstützten Kanälen finden. Warum nicht? Was soll es bedeuten? Na egal, bevor ich das hier rumprokel, mache ich dann das gleich, wenn die YouTube-Folge vorbei ist, liebe Leute. Wir gucken uns das hier mal an. Es gibt eine Epidemie hier in Achaia. Okay, aber wir können hier auch was bauen, weil wir eine neue Bevölkerungseinheit haben. Wir benötigen eine ganze Menge hier, Seide und solche Sachen, die können wir aber noch gar nicht herstellen. Segel, Töpferwaren, das muss alles importiert werden. Steinbruch, Steine brauchen wir eigentlich nicht. Freudenhaus möchte ich nicht. Ich würde sagen, wir mischen hier die Vorschläge. In Lakonien, in Sparta haben wir ebenfalls eine neue Bevölkerungseinheit. Stadtwache. Freudenhaus wollen wir nicht. Marmorsteinbruch. Klingt ja sinnvoll, oder? Allerdings haben wir auch nur einen freien Platz. Dann würde ich sagen, gehen wir stattdessen auf den Brunnen, damit wir mehr Nahrung produzieren und hier schneller Wachstum bekommen. Wie sieht es in Arkadien bzw. Olympia aus? Soweit ganz gut. Was brauchen Sie hier? Getreide und Wachs. Ja, auch nur ein Platz frei. Dann mischen wir hier ebenfalls mal. Blick rüber nach Heraia. Hier haben wir das schon geregelt mit dem Handfeld. Ich glaube, dann haben wir soweit alle Städte gemacht. Hier wird gemischt, hier wird gemischt. Nein, hier ist noch ein
offener Platz in, auf Kefalonia, ja, weil das Icon hier wieder verschluckt wurde. Hier wird auf jeden Fall Flachs benötigt. Können wir aber gerade gar nicht so richtig beschaffen. Wir können den Radmacher machen, dann kriegen wir nochmal ordentlich Infrastruktur. Aber auch hier ist eher Nahrung das Problem, beziehungsweise was heißt das Problem, aber das Wachstum ist sehr gering, deswegen gehen wir mal auf den Bauernhof und trotzdem auch schon vorher in die Nahrungsproduktion. 7 Runden. So, liebe Leute, dann beende ich diese Folge für YouTube und kümmere mich mal um den Chat, warum mir der hier nicht eingeblendet wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, euer Jan.